Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei suchen seit Montag an der Talsperre Pirk in Sachsen nach Hinweisen auf den Fall der verschwundenen Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg. Konkret gehen die Ermittler einem Hinweis aus dem Jahr 2002 nach. In dem Bereich der Talsperre wurde damals ein Schulranzen gesehen. Möglicherweise gehörte er dem verschwundenen Mädchen. Im Jahr 2001 war die damals 9 Jahre alte Peggy auf dem Heimweg von der Schule spurlos verschwunden. Ihre Leiche wurde nie gefunden.